Hallo Leute, ich starte jetzt meinen Vlog. Ja, und ich bin zu Hause. So schaut es bei mir draußen. Schön, oder? Ja. Ich weiß nicht genau, was sich Tschetscheninnen oder Österreicher, die nicht aus Tschetschenien kommen, darunter vorstellen, wie ich ausschauen sollte. Aber ich glaube, es sieht anders aus, als das, was ihnen präsentiert wird. Also, heute habe ich die Kamera und ich... Die allererste Erinnerung, die ich jetzt noch habe von meiner Kindheit, ist mein erster Tag im Kindergarten. Also ich habe das Abzeichen, die Fahne gehabt und das fand ich immer so toll, weil ich hatte die österreichische Fahne. Und ich habe mich wie so eine echte Österreicherin gefühlt. Ich würde sagen, ich wäre Tschetschenerin, aber dass ich in Wien lebe. Ich wollte schon immer so Ärztin werden, Menschen helfen und... Designerin oder Architektin, ja. Ich will entweder Marketingmanagerin machen oder Flugbegleiterin. Also für die Zukunft habe ich noch wirklich keine Pläne. Also was ich machen will, wenn ich wieder Schule fertig bin oder ja, darüber muss ich noch nachdenken. Also wir machen gerade Wände und Decken und wir müssen die dann halt aufzeichnen. Also wir leben im 21. Jahrhundert und es ist mir eigentlich egal, was andere Leute sagen. So, wenn du mir sagst, du bist ein Mädchen, warum bist du an einer HTL? Ja, weil es mir gefällt. Ich möchte einfach nur unbedingt Medizin studieren und Ärztin werden. Und werde in 5 Jahren, inshallah, eine Kinderpädagogin werden. Gerade koche ich. Ich mache eine Fleischwellchensuppe. Im Tschetschenischen sagt man dazu Tiftele. Mein Lieblingsessen ist, glaube ich, Mantisch. Also es ist ein tschetschenisches Gericht. Also Mantisch ist mein Lieblingsgericht. Mantisch. Lasagne und ja, diese typischen tschetschenischen Gerichte. Yusuf. Vilo? 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 Abu Bakr? Was? Sind alle Tschetschener Kämpfer? Fast alle, aber manche sind faul. Manche sind faul, also... Was wollt ihr werden, wenn ihr größer seid? In Zukunft also. Ich will der Polizei sein, weil ich groß will. Stark werden. Wieso willst du Polizei werden? Ja, Polizei ist ein Pool. Das sind ein paar meiner alten Tagebücher, so kann man sie nennen. Manche sind einfach Notizbücher, die ich mit allen möglichen Gedanken vollgeschrieben habe. Weil ich den Geruch von Büchern mag und weil ich einfach diese Nähe zum Papier mag, also diese Nähe zu den Worten, die ich wirklich aufs Papier bringe. Thank you.
steht das. Hier ist diese einsame Laterne, wo ich es liebe, mich zu verdrücken. Zwar ist das eigentlich eine Einfahrt, aber es ist so schön von hier unten. Also, eigentlich ist mein Wunsch, wäre es, Matura zu schaffen. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es, wenn ich sehr viel Geld in der Zukunft haben würde. Ich würde mir wünschen, dass ich aufgrund meines Kopftuchs nicht ausgegrenzt werde, insbesondere in der Berufswelt. Die Gesundheit der Familie, der Freunde und einfach glücklich leben. Oh mein Gott. Ich wünsche mir von der Gesellschaft Akzeptanz und Toleranz. Mein Wunsch an die Gesellschaft ist, dass man ihn akzeptiert, wie er ist. Dass sie mich akzeptieren, so wie ich bin. Liebe. Vielfalt. Und den Mut Einzelner, Vielfalt willkommen zu heißen.